Moin Leute, heute wollte ich euch den N64 Emulator für die PSP vorstellen. Man kann einigermaßen seine N64 Spiele auf der PSP spielen. Ein paar Nachteile gibt es natürlich. Ihr müsst manchmal mit Grafikfehlern rechnen. Ihr müsst damit rechnen, dass ihr ohne Ton spielen müsst, weil der Ton zu sehr kaputt ist, dass es nicht geht, dass es zu langsam läuft oder so. Aber ohne Ton laufen die Spiele meistens ganz gut. Man sieht ja auch hier unten die Komplikation. Grün ist sehr gut, rot ist scheiße oder gar nicht drauf, grün ist halt gut, blau ist mit Grafikbugs, aber meine Karte läuft gut, das ist eigentlich grün sogar, deswegen mache ich es mal gerade an. Jetzt weiß ich, dass das sehr gut läuft, weil ich das auch schon öfter gespielt habe jetzt. Wie gesagt, lieber ohne Ton, man kann natürlich auch mit Ton machen, aber ja, ist lieber ohne Ton. Ton an. Ihr hört ja schon, es läuft zu langsam, der Ton. Aber wie gesagt, den Ton könnt ihr ausstellen, also ist kein Problem. Und läuft es auch meistens gleich besser von der Geschwindigkeit her. Bei den stillen Türmen aus. Advance. So. Jetzt habe ich den Ton ausgestellt. Ja, wie ihr seht, das Spiel läuft ganz gut, auch von der Zeit hier oben könnt ihr gucken, dass es gut läuft. Nur ohne Ton stört mich ein bisschen, also für Leute, für echte Leute, die denen das nichts ausmacht, also für mich ist das jetzt, für mich auf Dauer wäre das jetzt nichts, also so ein Titel hier durchspielen oder so. Da sollte man doch lieber den normalen N64 auspacken oder halt auf der Wii spielen. Per VC oder so. Oder per Watt Manager irgendwie geladen. Dafür ist die PSP einfach zu leistungsschwach. Da können wir natürlich darauf hoffen, dass die PSP wieder genauso scheiße. Dass sie genauso leicht zu knacken ist wie die PSP. Dann können wir bald. Und die Wii-Spiele vielleicht auf der PSP Vita spielen oder so. Oder der PlayStation 2, das wäre ja schon mal was. Aber ob das die PS Vita schafft, das würde ich mag ich zu bezweifeln. Das ist ja noch nicht mal ein PC anständig schafft, PlayStation 2 oder Xbox oder GameCube-Spiele halbwegs gut zu emulieren. Das ist einfach noch zu früh. Können wir vielleicht in 10 Jahren nochmal drüber reden. Gibt ja heutzutage immer noch Probleme mit N64 Emulatoren für den PC und so. Das läuft zwar immer alles ganz gut, aber da müssen wir immer mit Grafikfehlern rechnen. Da sieht immer, wie unausgereift das Ganze ist. Das sieht im PlayStation Emulator natürlich ganz anders wieder, aber PlayStation hat nur 16-Bit, glaube ich. Oder 32 Bit. Und ich bin jetzt 64 Bit. Das ist ein Unterschied. Wenn ich mich da täusche, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Muss mir richtig stellen. Aber wie ihr seht, das Spiel läuft ganz gut eigentlich. Von der Geschwindigkeit her kann man nicht klagen. Ich werde jetzt mal anders spielen machen. Also,
Das könnt ihr gut spielen. Ich bin gerade überlegen, was ich mal anmachen soll. Wir können ja mal Star Fox 64 anmachen. Für alle, die keine, für die kein 3DS haben und gerne mal mitreden wollen, können das ja auf der PSP spielen. Das Original ist ja genau das gleiche Spiel eigentlich. Nur, dass es leider Boss heißt. Ach, ich hätte ja auch den Star Fox 3D gesagt, sozusagen Test oder so, aber mir hat es nicht so gefallen. Ich habe es nach Amazon zurückgeschickt und werde das Geld jetzt abbewahren und mir dafür Mario Land 3D kaufen. Und ich habe so viele andere Spiele momentan, die ich mir gekauft habe. Jetzt habe ich ja die PlayStation Portable, da kam ich aber zu Star Fox nicht. Ich habe gesagt, komm, verkaufe ich erstmal. Und dann sehen wir mal weiter. Mein Bruder hat gerade erzählt, dass er sich Driver 3D gekauft. Wollte ich mir eigentlich auch kaufen, aber durch die schlechte Wertung habe ich es gelassen. Obwohl es Mediamarkt für 17 Euro im Angebot hatte. Was ein extrem geiler Preis war. Das läuft auch ganz gut. Für einen oder anderen kommt dieser Bild schon bekannt vor aus dem 3DS-Spiel. Könnt ihr mal den Vergleich sehen. Also groß viel Unterschied ist der jetzt nicht. Auch die Grafik ist jetzt nicht so groß. Der Unterschied da. Ich werde es mir bestimmt nochmal holen, das Star Fox 64 3D, aber da warte ich vielleicht doch nochmal, bis es irgendwie noch günstiger wird. Ist jetzt erstmal wieder zurückgeschickt. Vielleicht nochmal ein halben Jahr oder so Bock drauf hab. Oder vielleicht auch nur gebraucht irgendwie holen. Obwohl gebrauchte 3D-Spiele lohnt sich meistens auch nicht. Sind meistens genauso teuer wie neue. Und da sind meistens auch die Points nicht mehr dabei. Naja, momentan spiele ich eher PSP oder was ich auch sehr gerne spiele momentan ist Harvest Moon, das neue Grand Blazer für Nintendo DS. Ist leider nicht für 3DS rausgekommen, finde ich eigentlich schade, aber ist ja auch schon seit einem Jahr draußen. Dafür kommt der Two Towns demnächst in Amerika für 3DS, bei uns nächstes Jahr, bin ich mal gespannt drauf, das wird bestimmt ein geiles Spiel. Ich werde mir aber, denke ich, trotzdem für ein DS holen, weil ich keine Lust viel Geld auszugeben fürs 3D-Spiel. Und es kommt auf den Online-Modus drauf an, würde ich mal sagen. Dann würde ich sagen, komm, kauf mir doch 3D-Version. Würde auch gut finden, wenn man das irgendwie zusammen machen kann. Dass die 3DS-Leute oder die DS-Leute auch besuchen können oder so. Wenn das wie bei dem Grand Blazer ist mit dem Besuchen. Aber naja, ist ein anderes Thema. Wir sind ja hier bei PSP und nicht bei Nintendo. Okay, das sieht ja mal, wie gut das aussieht. Das war sozusagen der N64-Emulator für die PlayStation Portable. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ach ja, ich sage euch, welcher es war. Wie er heißt. Gehe ich mal kurz ins Main-Menü zurück. Komplett raus.
Und das ist die Dea Dalos, Dea Dalos, da steht's. Das sieht da aus. Da steht's. Die Seite, Dea Dalos x64.com. Also, könnt ihr da runterladen, garantiert. Und die Vorplay-Session, ja, super. Ein Spieler. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und das nächste Video, vielleicht mal NES-Spiele auf dem PSP oder irgendwas anderes. Werde ich mir überlegen, was. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.